Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 7. September. Mein Name ist Ronald Gerd, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Unsere Themen: neben dem DAX, der S&P 500 und der Goldpreis. Der eine unbewegt, der andere umso volatiler. Wir starten mal mit dem DAX, der auch nicht gerade der dynamischste war am gestrigen Dienstag, aber naja, er hält zumindest mal die Schlagdistanz für einen Befreiungsschlag nach oben, der erfolgen würde, wenn dieses bisherige Verlaufshoch des Jahres bei 10.802 Punkten nach oben durchbrochen wäre. Aber immerhin erhielt sich mit einem Plus von 15 Punkten unter dem Strich auch wacker, denn die Nachrichtenlage war gar nicht mal so erfreulich. Wir hatten auf der einen Seite unerwartet schwache Auftragseingänge für den Juli aus Deutschland. Dann am Nachmittag die Bestätigung, dass nicht nur der Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungsbereich in Deutschland im August mies ausfiel, sondern auch in den USA, was schwer wiegt. Dazu gleich mehr. Und dann reagierte auf die schwache Konjunkturzahl aus den USA der Dollar mit fallenden Kursen, weil man die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank am 21. September nun schon die Leitzinsen ein zweites Mal erhöht, dadurch niedriger einschätzt und dadurch den Dollar drückte. Was allerdings zu einem steigenden Euro führte, und das wiederum ist für die europäischen Exporteure höchst unerfreulich. Und die sicheren Häfen waren wieder gesucht, Anleihen ebenso wie Gold, was wir gleich sehen werden. Und das Wassertreten hatte gar nicht mal so mickrige Umsätze zur Folge. Allerdings gegenüber dem Montag war das keine Kunst auf der anderen Seite, weil da ja die Wall Street Feiertag hatte. Nun, es bleibt bei einem Putt und damit kann man es hier kurz machen. Dranbleiben auf der Long-Seite, okay, mehr tun macht keinen Sinn. Solange der DAX selber so inaktiv, so passiv wirkt, macht es überhaupt keinen Sinn, selbst jetzt in operative Hektik zu verfallen. Denn ob er nun tatsächlich den Ausbruch nach oben schafft oder aber nach unten doch noch unter die Zone der April-Hochs rutscht, das ist und bleibt offen. Das sieht man auch am MACD, der unmittelbar unterhalb seiner Signallinie seitwärts schleicht. Eine Bestätigung des Short-Signals ebenso wie ein Kaufsignal wären da schnell erreicht, wenn wieder Schwung in den Markt kommt. Und da wird man wohl zweifellos jetzt erstmal weiterhin relativ vorsichtig unterwegs sein, bis entschieden ist oder klar ist, was die EZB tut und plant. Und das werden wir morgen spätestens ab 14.30 Uhr in der Pressekonferenz der EZB wissen. So, und jetzt mal zum S&P 500, zum US-Markt. Der hatte ja gestern Pause, beziehungsweise vorgestern, also am Montag, wegen des Labor Day und setzte erst am Dienstag wieder ein in diese neue Woche. Aber was wir hier sehen, ist unglaublich, weil ist in den letzten Jahren beispiellos gewesen. Ein Seitwärtsgeschiebe von mittlerweile 8 Wochen auf engstem Raum, nämlich 2,5%, aber auf Allzeithoch, unmittelbar über den Levels des Jahres 2015 bei 2,135 Punkten. Das haben wir hier in einer solchen Ausprägung von 2 Monaten Dauer nicht gesehen. Wir hatten ja, das stimmt schon, zwischen Februar und Juli etwa im Jahr 2015 ebenfalls eine Seitwärtsspanne, aber die hatte wenigstens die doppelte Spannweite. Aber 2,5% und das auch nur mit Ausreißern, im Endeffekt kann man das Ding auf 2% runterrechnen, das ist mal was anderes. Die Frage stellt sich, wieso? Wieso passiert hier nichts? Die kurzfristigen Trader wollen Geld verdienen und das können sie nur, wenn dynamische Trends vorherrschen. Das hier ist das Gegenteil, also muss doch eigentlich versucht werden, aus dieser Handelsspanne irgendwie rauszukommen, wurscht ob nach oben oder unten, Hauptsache Trend. Ich vermute, das wurde auch schon mehrmals versucht, beispielsweise bei diesem Ausreißer, wir schauen es uns im Tageschart an, hier Anfang August, als wir aus dieser ersten Handelsspanne nach unten rausgerutscht waren. Oder auch am vergangenen 1. September, also als der September am Donnerstag startete und erstmal etwas Verkaufsdruck mit sich brachte. Aber immer wieder werden Abschläge aufgeholt. Und immer wieder, wenn es dann ein Stückchen nach oben gegangen ist, kommt wieder Abgabedruck auf. Bislang zumindest. Immerhin fast 8 Wochen, gute sieben Wochen sind es bisher. Nun, das kann daran liegen, dass man sich bereits jetzt für den großen Verfalltermin im September, konkret am Freitag der nächsten Woche, positioniert und sagt, okay, wir finden eine Abrechnung auf Allzeithoch, perfekt,
was die großen Spieler am Terminmarkt angeht. Und dann versucht man natürlich, solange es sich lohnt, solange es sich rechnet, die Kurse oben zu halten. Und immerhin, solange die Seitwärtsspanne besteht, werden kaum größere Adressen, die da nichts mit am Hut haben, was den Terminmarkt angeht, unbedingt zugreifen, solange nicht der Ausbruch nach oben erfolgt ist. Der aber nicht erfolgt, weil all diejenigen, die unten einsammeln, um die Kurse oben zu stützen, auf diesem Niveau zu halten, gleich oben zu sehen, dass sie ihre Positionen wieder abbauen, damit sie nicht mit einem riesen Portfolio gegebenenfalls doch in eine Wende nach unten geraten. Und diejenigen, die aussteigen würden, die warten natürlich ab, ob es nun wirklich mal zu einem Abwärtsimpuls kommt. Und der ist eben bisher ausgeblieben. Und so kommt es zu einer solchen Passivität, die letzten Endes dazu geführt hat, dass schon die Verfalltermine am Terminmarkt vom Juli und August in einer Seitwärtsspanne nahe der Allzeithochs abgerechnet wurden. Nun, und jetzt steht der September möglicherweise eben auch an. Warten wir es mal ab. Eins allerdings ist wohl zu unterstellen, dass es nicht reichen wird, die Kurse in einer solchen Spanne bis zur Präsidentschaftswahl am 8. November zu halten. Wer diesen Plan verfolgt, der könnte sehr wohl scheitern. Ja, der Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungsgewerbe ist eine wichtige Zahl. Warum? Weil die Dynamik im verarbeitenden Gewerbe in der Industrie schon lange flöten ist. Das gilt für die USA genauso wie für Europa, für Japan und China. Aber der Dienstleistungsbereich, der immer mehr Anteil am Bruttoinlandsprodukt der jeweiligen Länder hat, also immer mehr an Bedeutung gewinnt, der sah immer in den letzten Jahren gut aus. Nicht mehr, was den August in Deutschland angeht. Aber man dachte, na gut, komm, das ist ein Ausreißer. Andere europäische Länder hatten da im August besser ausgesehen. Aber nun kam in den USA ebenfalls ein Wert nur knapp über 51 heraus und das von 55,0 Punkten im Vorfeld. Also von einem guten auf einen miserablen Wert. Das ist zwar immer noch mehr als 50 und damit ist ein Hauch mehr an Einkaufsmanagern der Meinung, dass in den kommenden Monaten die geschäftliche Situation sich verbessern wird, statt sich zu verschlechtern. Aber es ist trotz alledem der schwächste Wert seit 2010. Und das hat den Marktteilnehmern durchaus erstmal ein bisschen zu denken gegeben. Nur das Problem war, erstens mal das übliche Aufkaufen, was dazu führte, dass die am Anfang verteidigte und beziehungsweise zurückeroberte 20-Tage-Linie am Ende dann auch zurückerobert blieb. Das wollte man wohl haben. Auf der anderen Seite war eben auch der Effekt, wie eben schon beim DAX erwähnt, dass der Euro stieg, aber der Dollar fiel. Wegen der geringeren Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung. Und ein fallender Dollar ist gut für die US-Exportindustrie und dementsprechend war das natürlich eine Stütze für den US-Markt. In einer Seitwärtsspanne bleiben wir trotz alledem, aber der Ausbruch kann natürlich jederzeit erfolgen, auch vor dem Verfalltermin, wenn da was schief geht an den Planungen der großen Adressen oder sich eine Situation ergibt, in der man letzten Endes gezwungen ist, und sich sagt, das rechnet sich nicht, jetzt alles oder nichts, jetzt oder nie, alles raus oder eben alles rein. Man kann jetzt mal versuchen, Ankerpunkte Long und Short festzulegen. Wir würden die mal setzen auf 2210 Punkte und damit ausreichend deutlich über den bisherigen Verlaufsrekord von 2194 auf der Long-Seite und 2130 knapp unter dem alten Verlaufsrekord aus dem Jahr 2015 für die Short-Position. Etwas höher also als diese Zone, aber letzten Endes macht es auch mehr Sinn, wenn man etwas näher dran ist, an diesem 2147er Tief der letzten 6 bis 7 Wochen. Nun, aber das ist eine Indikation, die man einfach nur so im Hinterkopf behalten sollte. Also das sind Ankerpunkte, die nicht fixierbar sind. Wenn es dazu käme, dass eine der beiden Linien überschritten oder unterschritten wird, dann müsste man letzten Endes noch anhand des dann vorliegenden Chartbildes prüfen, ob es wirklich Sinn machen würde, sich hier den Einstieg Long oder Short zu überlegen. Also das ist mehr ein Provisorium, aber es heißt, wenn wir hier zu einem nachhaltigen Ausbruch aus der Handelsspanne kommen, kann es durchaus sinnvoll sein, hier zumindest mit einer kleinen Position aktiv zu werden. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausbruch nach unten erfolgt, einen Hauch größer ist, respektive die Luft nach oben dünner wirkt, nicht nur wegen der Konjunkturdaten, liegt auch daran, dass andere Marktteilnehmer, die hier nicht an dem Seitwärtsgeschiebe beteiligt sind, sich den sicheren Häfen zuwandten an diesem Dienstag mit den schwachen Konjunkturdaten. Und das nicht zu knapp. Wer den ING Markets Chart Flash gestern zur Mittagszeit sah, da kämpfte der Goldpreis, den hatten wir im Chart abgebildet, noch mit einem leichten Plus um die 20-Tage-Linie, die bei 13,32 verläuft.
die ist nun zum Handelsende eindeutig überschritten. Ein kräftiges Plus von fast 22 US-Dollar führte den Goldpreis mit Schwung durch diese Linie hindurch und unmittelbar an die Abwärtstrendlinie vom Anfang Juli, also ausgehend vom bisherigen Jahresverlaufshoch bei 1375. Die liegt im Moment bei 1353 Dollar und würde eine, wenn sie überwunden wird, eine Basis für den Wiedereinstieg auf der Long-Seite darstellen können. Mit Schlusskursen über 1355 meinen wir, wäre die Linie hinreichend deutlich überboten, um da über einen Einstieg auf der Long-Seite nachdenken zu können, während das Szenario auf der Short-Seite natürlich durch diesen Schub nach oben erst einmal etwas aus dem Blickfeld rückt, aber nicht aus dem Auge verloren werden sollte. Denn immerhin, heute vor einer Woche musste der Goldpreis noch kämpfen, um nicht unter 1300 Dollar zu rutschen und damit diese Unterstützungszone 1304, 1316 hinreichend deutlich zu durchbrechen, um dann in Richtung 200-Tage-Linie abzurutschen. Jetzt sieht das Bild zwar anders aus, inklusive eines MACD, der unmittelbar vor einem Kaufsignal steht, während die Stochastik, die wir gestern beim Goldpreis im Chartflash im Bild mit drin hatten, bereits ein Kaufsignal aus der überverkauften Zone generiert hat. Aber so schnell, wie es hier nach oben geht, kann es eben auch, gerade bei Gold, das ja sehr volatil ist, wie wir sehen, auch wieder nach unten gehen. Und dementsprechend sollte man dieses Szenario nicht aus dem Auge behalten. Der Ankerpunkt Short bleibt 1300 Dollar oder tiefer auf Schlusskursbasis, wenn es denn dazu kommt. Morgen kann es zu allerhand kommen, wenn die EZB bekannt gibt, ob und wann sie was möglicherweise zu tun gedenkt. Viele rechnen damit, dass da noch was passiert, dass noch nachgelegt wird, weil weder das Inflationsziel noch irgendwelches Wachstum in Sicht sind, trotz all der Unsummen, die in den Anleihemarkt geflossen sind und der Negativzinsen, die mittlerweile ja auch die ersten privaten Kunden erreichen. Also, das ist ein sehr spannendes Szenario. Warten wir mal ab, was passiert. Der nächste Blick auf die Chart, der erfolgt heute Mittag im ING Markets Chart Flash zur Mittagszeit 13 Uhr, Halbzeitstand Europa. Der gesamte heutige Mittwoch kommt unter die Lupe am morgigen Donnerstag vor 9 Uhr und wie immer also vor Handelsbeginn in Europa in der nächsten Ausgabe der Morning Mail, respektive Ihres ING Markets Morning Call. Bis dahin, kommen Sie gut in den Mittwoch und machen Sie es gut.